Rote, komm näher! Halt sie unten! Lade noch was nach! Nicht schlecht, Press! Ja, ich will! Ich hab Rote gesehen! Tja, Greenhorn, du fragst dich bestimmt, wie drei nette Typen wie wir bei der Bad Company gelandet sind, was? Und du sagst es dir bitte gleich. Tja, Haggard ist hier, weil er das größte Munitionslager östlich von Paris in die Luft gejagt hat. Ich habe versehentlich einen Virus in das Sicherheitsnetzwerk der Army hochgeladen und der Sarge... Warum erzählst du ihm das nicht selbst, Sarge? Ich habe einen Deal gemacht. Die haben meine Dienstzeit verkürzt, dafür wurde ich hierher versetzt. Der Haken ist nur, dass die B-Company die höchste Sterberate der Army hat. Insofern hat er wohl schlechte Karten. Noch 3 Tage, dann werde ich in aller Ruhe angeln gehen und ihr könnt diesen Scheißkrieg allein weiterführen. Deshalb gehen wir ab jetzt auf Nummer sicher. Rücken an!
Gas! Auf mich! Gib mir Deckung! Volltreffer! Hat mich im Visier! Ich suche Deckung! Lasst ihnen keinen Platz! Gefällt dir das? Mann! Gesichtet. Gegner am Boden! Bin getroffen! Protürnig! Jawohl! Ihr habt mich gehört! Neu formieren! War da was? Dachte, ich hätte was gehört. Soll das wieder ein Scherz sein, dass ich zu viel rede? Wenn ja, dann sag ich dir eins. Er hat recht. Es kommt aus der Scheune. Oh, Kacke! In Deckung! Wir müssen diesen Panzer ausschalten. Marlow, wir brauchen was anderes, um den Panzer auszuschalten. Sieh zu, dass du was findest! Unterstützungsfeuer! Auf an!
gut gemacht. Wir sammeln uns beim Rauchsignal. Tut gut, was? Ich erinnere mich noch an meinen ersten Panzer. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Luftunterstützung ist unterwegs zu euch. Zieht die Köpfe ein und wartet auf den Vogel. Out. Bravo One Charlie, hier ist Super 6-5. Bin unterwegs zu eurem Einsatzgebiet. Haltet durch. Aus. Bravo One Charlie, Landezone in Sicht. Bleibt zurück. Out. Hier ist 6-5. Bin getroffen. Scheiße, die haben den Heli getroffen. 6-5 hier, Maschine steht ab. Geh runter. Scheiße! Shit, wir sind wieder auf uns allein gestellt. Scheiße, ich hab's gewusst! Bravo One Charlie, wir haben Probleme, einen Helikopter zu Ihrer Position zu bekommen. Sie müssen noch eine Weile allein durchhalten. Wie ist Ihr Status? Over. Wir sind einsatzbereit. Over. Rücken Sie weiter vor und kümmern Sie sich um die Flugabwehrgeschütze bei Einsatzziel Impala. Out. Hört zu, Jungs. Einsatzziel Impala ist eine Flugabwehrstellung. Wir haben Befehl, sie auszuschalten. Waffen bereit machen. Ich frage mich, wohin Miss July gerne für einen Wochenendtrip gehen würde. Du würdest dich doch nie trauen, sie zu fragen. Wir haben Krieg, Sweetwater. Du bekommst kein Wochenende frei. Ja, aber irgendwann ist dieser Krieg vorbei. Wasch dir sofort den Mund mit Seife aus. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Wir sehen Maschinengewehr zwischen den Bäumen! Haben Sie Sichtkontakt? Over. Bestätigt. Nachschubwagen und Unterstützung. Over. Verstanden. Halten Sie noch eine Weile durch. Out. Seht euch nach C4 um! Okay, mit Sprengstoff sollte man vorsichtig sein. Versteh mich nicht falsch, das Zeug macht echt Spaß, aber sei vorsichtig, wo du es platzierst. Nehmt das C4 und nietet damit die Geschütze um. Los! Ich wette, das sind die Wunden, die Super 6-5 erwischt haben. Yeah, machen wir sie unschädlich. Was in die Hölle heiß. Come on!
Habe ich was Falsches gesagt? Ich brauche Ihren Hörst Sunny! Hörst du die fette Lady singen? Ich habe ein paar Rote gesehen. Wir haben Feinde im Anmarsch! Ich kann sie hören!
Die Infanterie kommt näher. Da ist das zweite Geschütz. Marlow, kümmere dich drum. Hast du das C4 noch, Marlow? Dann jag damit das letzte Geschütz hoch! Gute Teamarbeit, Jungs. Okay, Jungs, neu formieren! Hier ist Bravo One Charlie. Over. Gute Arbeit bei den Flugabwehrgeschützen. Es ist allerdings noch zu früh, um sich zurückzulehnen. Die Trucks, die Sie gesehen haben, scheinen zu einer Farm im Osten unterwegs zu sein. Könnte ein Nachschubdepot sein. Und Sie sind unsere beste Waffe, es auszulöschen. Over. Ja, ja, schon verstanden. Over. Dann haben Sie grünes Licht für Einsatzziel Bronco. Out. Okay, Jungs. Wie es aussieht, müssen wir noch eine Farm sichern, bevor ich mich in den Angelurlaub verabschieden kann. Macht euch bereit.
Hey, Preston, kannst du mir vielleicht ein paar Piepen leihen? Gib ihm bloß nichts. Der leiht sich ständig Geld von den Neuen. Ja, weil die meisten so schnell abkratzen, dass ich das Geld nicht zurückgeben muss. Ist nicht persönlich gemeint. Warum sollte er es auch persönlich nehmen? Schließlich willst du ja nur Geld von ihm leihen, in der Hoffnung, dass er bald abtritt. Wenn ich 100 Grünschnäbel jeweils um 10 Kröten anhaue, dann macht das $10,000 für den Haggard-Pensionsfonds. Ja, oder du investierst das Geld in Mathe-Nachhilfe. Nee, wer reich ist, muss kein Mathe können. Ich hab Hunger. Und ich hab unsere Kampfrationen satt. Die haben wir alle satt, Haggard. Ja, aber er noch mehr. Meine hat er nämlich auch noch gegessen. Feindliche Verstärkung rückt an. Sollen wir den Angriff ganz alleine wuppen? Ich meine, waren vor einer Weile nicht noch ein paar andere hier? Ihr wisst schon, die US Army. Ah, die sind unterwegs. Aber wir müssen diese Stellung halten, bis sie hier sind. Schakon, Fahrzeug auf die Brücke das zu! Das lasse ich mir gefallen. Entdeckung! Ich
ist das? Bewegung! Runter, runter, runter! Schaltet sie aus! Haltet durch, Jungs. Wir müssen diese Stellung noch ein bisschen länger halten. Los, los! Es kommen noch mehr Fahrzeuge an der Brücke. Was für ein Haufen Altmetall. Feindlicher Truck von Süden. Passt auf, ich kann. Ein BMD kommt über den Fluss! Scheiße, die können mich echt nicht leiden! Knapp vorbei, ist auch daneben! Halt sie mir vom Leib! Haltet sie schön und. Neu formieren! Genau das meine ich doch. Da kommt die Kavallerie. Wieso habt ihr so lange gebraucht? Im Verkehr stecken geblieben? Gut gemacht, Jungs. Wir rücken mit dem Konvoi weiter vor. Auf geht's. Wer würde wohl bei einem Kampf gewinnen? So ein russischer Panzer oder der Truckosaurus Rex?